Wenn du spawnst in einem Gebäude, siehst du schon, was im Gebäude liegt, aber die Wände nicht. Das hatte ich auch gestern. Kann man mit den Büchern irgendwas machen? Hast du schon mal rausgefunden da? Nö, kann man da nichts mitmachen. Kannst du einen Arsch damit abwischen? Ich denke mal, dass man damit nachher Feuer machen kann, zum Beispiel. Ja. Ich würde gerne da hochkommen zu euch, aber ich glaube, da laufe ich noch ein bisschen. Ganz schön weiter. Ich bin in Rokowo. Ist nicht so nah. Wurm, da war ich gestern, das dauert noch ein bisschen, bis du hier bist. Ja, ich weiß, ja, er war uns gestern auch alleine zu uns beiden noch. Kommt Balota. Das geschafft, da frage ich mich immer noch. Ja, ich hatte auch meine Zweifel, dass du hier lebend ankommst. Geht am besten als erstes in die Kajüten, das ist definitiv das Beste. Diese Doppelbetten, diese Hochbetten, da spawnt perfekt Militärloot. Gibt's noch Militärloot? Ich hatte nicht so das Gefühl, dass das hier so noch so festgelegt ist wie vorher. Oh doch, und wie, definitiv. Militärklamotten, M4 und sowas, alles an denselben Flecken, in den Baracken hauptsächlich wieder. Ne, ich war noch in keiner Baracke, die funktioniert hat, beziehungsweise nicht im Norden. Ja, mindestens zwei neue Militärfahrten. Residential und sowas gibt es eigentlich gar nicht mehr. In den Häusern oder in Krankenhäusern. Ich habe auch in Krankenhäusern schon alles gefunden, was ich auch sonst wo überall gefunden habe. Ja, das stimmt. Das findest du auch überall, auch in den Baracken, Orangen und den Kram. Wo ist die Flasche? Ich schütze Flasche. Brauche ich mal eine Wasserflasche, Kantine? Nimm mit. Nicht schlecht. Weil ich hab eine, deshalb. Zwei Plastikflaschen. Ja, nimm auf jeden Fall mit. Kann man die auffüllen? Ja, wie? Oder ist soll ich in die Hand nehmen? Da muss die aber komplett leer sein, oder? Nee. Ich konnte die so auffüllen schon. Okay, aber hab ich irgendwas falsch gemacht. Das ist auch, das funktioniert doch nicht, oder? Also ich hatte das auch schon, dass ich das einmal schon im Seebad genommen, dann wird, wir haben auf einen gewartet 5 Minuten, wird getrunken, ging nicht mehr. Dann sind wir weitergegangen, am nächsten See konnte ich, obwohl ich am Eis und ausgelockt bin, ich weiß nicht, das muss irgendein Bug sein. Am See und Bach, die Probleme, ja. EDK, wo bist denn du? Ich seh dich gar nicht. Ich sehe, wie du in meine Richtung guckst. Ja, dich überhaupt nicht. Ich so soll's sein. Wieso hab ich immer noch Hunger, Alter? Wie viel soll ich denn noch essen? Ah, hey, wieso legt er sich jetzt hin? Oh je, ey, da... Selbst wenn du stehst, sieht man dich kaum. Okay. Ja, gut, wenn ich ranzoom geht's, aber... das ist echt schwierig. Ja, ist echt ein netter Berg hier. Solange keiner von hinten sich anschleicht. Grüne Regenjacke. Ja, unbedingt. Und dann bist du krank. Oh Gott. Hier geht's noch weiter. Fast runtergefallen. Weißt du, ob du die Spawns schon gefixt haben? Da gibt's ja manche Häuser, wo einfach noch gar nichts spawnt. Ich glaube, das ist so gewollt. Also in dem Haus, wo ich hier bin, gab es so viele Videos, wo der gezeigt hat, hier ist das so, jetzt so dynamisch, das Loot. Und da in dem Haus habe ich noch nie Loot gehabt. Immer noch nicht. Na gut, an der Küste so, das meiste schon gelootet, ne? Das spawnt ja nur einmal, was aber startet. Achso. Ach ja, in dem Haus habe ich seit ich gespielt habe noch nicht angefunden. Also der Art von Haus. Oder die Treppen hoch. Dann hat er auch zig Videos, hat er das Haus schon gezeigt, um diesen dynamischen Spawn zu zeigen. Da habe ich noch nie was drin gefunden. Ach, das Haus, mit wo die Treppe hochgeht und dann oben im Schlafzimmer mit zwei Betten. Genau. Genau. Da habe ich auch noch nie was gefunden. Das ist gut, du sagst. Da kommt noch so ein Typ mit, wo du hochgehst. Da habe ich
schon nie was drin gefunden. Und dann gibt es noch eins mit einem Kamin, wo du reingehst, da habe ich auch noch nie was drin gefunden. Ein so ein Raum. Diese Holzhäuser, die gibt es auch noch. Ja, genau. Meine Fresse, ich hasse das, ey. Zombies, ey. Entweder funktionieren sie gar nicht oder die kommen in Massen. Ja, das ist echt komisch noch. Ist auch echt schwach, was sie in 2 Jahren geschafft haben mit den Zombies, finde ich. Ja, ich stehe fast schlimmer als in der Matrix. Oh, gelbe Kette. Okay. Da ist Server weg, oder was? Brauche ich auch? Ja. Nee, bei Zelenogorsk, bei Pavlovo ist eins, südlich von Pavlovo. Und da, wenn ich hin, ich spawne mal in Kameka und dann renne ich da hoch. Das sind 5 Minuten da und hast M4, dicken Rucksack, alles. Wo ist das? Noch nicht Pavlovo? Alles leergeräumt worden. Ja, genau, über Pavlovo. Ja, das ist echt super, das ist auch Krankenhaus und Office und alles. Das ist echt ein geiles Gelände. Eine Karte braucht man eigentlich nicht, oder? Kannst ja einen Explorer aufmachen überall über Steam. Naja, schon ganz praktisch, Endgame zu haben. Ich nehme sie mal mit, aber. Ist sowieso nur ein Stück von der Karte. Ja, ja. Die ist jetzt vom Nordwesten. Also wo wir hier gerade nicht sind. Ja, pack mal ein. Ach, wieder so ein Zielfernrohr. Lass ich mal liegen. Ja, bei diesen Hochbetten auch unterm Bett gucken, ne? Das kommt fast immer was, oder oft. Hochbetten? Oh, da habe ich noch eine Karte. Nordosten, diese, die ist von hier. Diese Kajütenbetten da. Da drunter spawnt gerne was. So. Digges, wo bist denn du? Haben die eigentlich irgendwas mit Payday hier zu tun, dass sie die Payday-Masken hier eingeführt haben? Boah, die Entwickler sind wohl ein bisschen befreundet. Ach gell, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Die heißen sogar hier Wolfmaske oder was weiß ich, als wenn sie die von wirklich die Entwickler irgendwie kennen oder so. Ja, die retweeten durch und dauernd. Irgendwas haben wir schon gesagt. Oh, die ist geil. Oh, die sieht böse aus. Die will ich haben. Habt ihr gerade irgendwas gepackt? Ich hab nämlich hier irgendwas klirren gehört. Wie mach ich ein Foto mit F12? Mit Steve. Habt ihr gerade irgendwas gemacht im Inventar? Das könnte es gewesen sein. Das klirrt manchmal so komisch, als ob du ein paar Münzen auf den Tisch wirfst, wenn man was im Inventar macht. Hier! Aber warte mal, halt, halt! Ah, nochmal Mittelfinger. Wie kann man den Mittelfinger zeigen? Da so, musst du einstellen in der Steuerung. Wo ist das denn? Die finde ich toll. Das ist diese Wolfmaske. Die ist damaged, scheiße. Erstmal eine Modenshow in der. Bewerber von Welt trägt heute eine Clownsmaske. Wenn der Waffe als Rechtsklick auf der 2-Wahl machen und aufstellen, dann hast du es immer ausgeklappt. Aber was das bringt, weiß ich nicht. Voll umständlich. Es ist permanent dann an, wenn du es anhast. Auch auf deinem Rücken ist das ausgeklappt. Und wenn es in der Hand ist, ist es raus. Ausgeklappt. Ja, stimmt eigentlich. Kann ich schaden, damit rumzurennen. Ob es irgendwie Stabilität bringt oder so? Keine Ahnung. Bis jetzt, so viel habe ich noch nicht geschossen. Ja, theoretisch soll es bringen. Ja, aber eigentlich nur liegen. Oder eben... Klar, klar liegen.